Wissen, wie es geht. Die besten Tipps und Tricks rund ums Hundetraining mit Lukas Pratschka, Hundetrainer und Hundeversteher. Jeder Welpenbesitzer kennt das größte Problem, das man da hat, und zwar das Beißen. Wie man das abgewöhnt, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Man muss im Grunde genommen nur ein paar Dinge beachten. Beißen ist ein ganz natürliches Verhalten, denn die Hunde sind im Zahnwechsel. Manche früher, manche später, und das ist genauso wie bei einem Kind. Die Zähne tun dabei extrem weh, beziehungsweise juckt das ganze Zahnfleisch, und die Kaubewegung ist dafür natürlich abbauend. Zudem kommt, dass für einen Welpen alles neu ist. Der kommt in eine neue Umgebung, der kommt in neue Situationen, für den sind die ganzen Umwelteinflüsse natürlich etwas total Belastendes, und Kaubewegung ist etwas total Stressabbauendes. Das heißt, das Verhalten ist auf jeden Fall total natürlich und muss auf jeden Fall auch zugelassen werden. Aber natürlich in einer Form nicht an unsere Kleidung, nicht an Möbelstücke oder in die Hände, sondern wirklich explizit an bestimmten Stellen, wo man sagt, man erlaubt es dem Hund. Eine gute Möglichkeit, die ich ja jedem Welpenbesitzer gebe, ist eine Kauwurzel. Das ist ein einfaches Wurzelholz. Man darf nicht natürlich einen ganz normalen Stock aus dem Wald nehmen, weil der kann splittern. Das kann bei der Kauwurzel nicht passieren. Und das ist immer ein Alternativverhalten. Damit der Hund trotzdem kauen darf, möchte ich ganz gern, dass man ihm immer, wenn er quasi kaut, und ich möchte nicht, dass er mich anbeißt oder ein Möbelstück oder was auch immer, dass ich ihm immer das als Alternative gebe, damit er auch gezielt dort seinen Stress lösen kann quasi. Und immer wieder von mir auch die Anleitung bekommt, dort darfst du das machen. Jedes Mal, wenn er irgendwo reinbeißt, quasi, gibst du ihm dieses Kauholz, damit er dann auch wirklich darauf reagiert. Und irgendwann vielleicht sogar mal, wenn er das Bedürfnis verspürt, dass er kaut, selbst dorthin geht und das macht. Das gebe ich dir auf jeden Fall schon mal mit. Dann kannst du aber noch zusätzlich eine andere Übung machen. Und zwar ihm erstmal lernen, dass er ein Aus kann. Das ist natürlich einfacher, wenn man das erstmal mit einem Leckerli übt. Dazu einfach mal ein, zwei Leckerlis in die Hand nehmen, ihm direkt vor die Nase halten. Und wenn er jetzt dorthin gehen möchte, schließe ich meine Hand und sage einmal aus dazu. Und erst wenn er es in Ruhe lässt, lasse ich ihn ein bisschen denken, aus. Wenn er es in Ruhe lässt und nicht mehr haben möchte, dann bekommt er es erst. Da probieren natürlich Hunde ziemlich oft aus, dass sie wieder drankommen und wo so die Grenzen sind. Aber nachdem ich das Leckerli immer wieder verschließen kann, wird er irgendwann mal merken, super, dass es nicht bekommt, wenn er sich selbst nehmen möchte, sondern lernt dabei auch gleichzeitig, was ein Aus bedeutet. Aus, beim zweiten Versuch funktioniert es gleich viel besser, ist natürlich noch nicht erlernt, aber er beginnt gerade so richtig drüber nachzudenken. Probier das vielleicht einmal aus. Aus. Fein. Genau, perfekt. Wenn ihr diese Sachen ein bisschen übt und beachtet, mit dem Alternativverhalten auch auf jeden Fall, dann denke ich, dass ihr das Beißen nach dem Zahnwechsel auf jeden Fall gut in den Griff bekommen habt und das auf jeden Fall nicht für immer bleibt.